Die nächste Nummer der magischen Welt ist so gut wie fertig. Sie geht bald in die Druckerei. Für die Titelseite hat mir mein Freund Klaus Badke wieder eine sehr schöne Dekollage angefertigt. Im Mittelpunkt steht Levent, der amerikanische Zauberkünstler. Und er stellt sich in dieser Ausgabe sehr ausführlich vor. Und ich glaube, er ist auch für unseren deutschsprachigen Raum noch recht neu. Wenige werden ihn kennen. Vorgestellt wird er im Detail von meinem Zauberfreund Richard Hetsch, der einen sehr schönen Einführungsbeitrag geliefert hat. Dann gibt es ein kurzes Interview zu Levent. Und er hat uns auch einen wunderbaren Artikel zum Thema Ringspiel geschrieben. Das Ringspiel wird relativ selten vorgeführt. Es mutiert eigentlich fast immer weiter zu einer Form mit nur 2, 3 Ringen maximal. Aber er plädiert dafür, dass man eigentlich viele Ringe benutzen soll. Warum und wieso, das erfahren Sie dann in der magischen Welt in dem zweiten Heft. Das dritte große Thema neben dem Ringspiel ist der Zauberstab. Der Zauberstab wird vorgestellt von Peter Benninghaus und er erzählt uns, woher der Zauberstab kommt, welche Bedeutung er hat und dass man ihn eigentlich heute noch einsetzen sollte und auch kann. Interessanterweise ist übrigens, dass Jeff McBride in seiner neuen Kolumne auch das Thema Zauberstab hat. Die beiden haben sich nicht abgesprochen. Das sind manchmal diese Zufälle, die ich so liebe in der magischen Welt. Er ist der Meinung, dass der Sharpie-Pen immer mehr den Zauberstab ablöst. Wieso, weshalb und warum? Nun, das können Sie in der magischen Welt im Heft 2 nachlesen. Im Zaubersalz finden Sie diesmal ebenfalls sehr schöne Beiträge von Levent zur Kartenmanipulation. Ein Thema, das ja sehr selten heute besprochen wird. Einhandkartenfächer, Kartenproduktion, aber auch ein Kunststück zum Thema Geld. Und abgerundet wird es dann von einer neuen Serie mit Dennis Bär Kunststücken, die er gefunden hat unter dem Thema vor 60 Jahren. Wie hat man da was gezaubert? Und da gibt es immer noch sehr aktuelle Zauberkunststücke. Und er zeigt uns, dass es auch die Quellen sind, die uns einfach zu interessieren haben. Woher kommt ein Kunststück? Und bei diesem Kartenflourish, das er uns vorstellt, sehen Sie, wie überzeugend dieses kann, bei dem sie eine Karte verwandelt, was heute immer noch sehr aktuell ist, aber kaum einer weiß, woher es eigentlich kommt. Ja, dieses und noch mehr, das finden Sie in der neuen Ausgabe. Sie wird sicherlich spätestens zum 15. April bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Freude damit und bin dann sehr gespannt, wie Ihr Feedback aussehen wird.